willkommen zu einer neuen Runde hier mit unserem Schamanendeck. Und wir haben immer noch Ragnaros drin, statt einem der beiden Feuerelementare. Er hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Er ist so ein oh mein Gott, oh Hilfe, irgendwie, ja. Also wir haben sie in der letzten Runde sehr, sehr schön gegen die Schurken gesehen, dass er dann, ja, dass sie zum Teil einfach abhauen. Das ist echt verwirrend. Und dieses Mal bekommen wir einen Priester. Ist mal was Schönes? Weil Priester doch gegen die großen Karten sehr, sehr viele Gegenmöglichkeiten haben. Unsere Starthand sieht gar nicht gut aus. Kane ist natürlich praktisch, er hat 4, das heißt, als Priester hat er nicht direkt eine Möglichkeit, da dagegen vorzugehen. Aber ich glaube, diese Starthand ist fast sogar noch ein bisschen besser. Wenn wir hiermit halt eben schön starten können. So, wir können nichts setzen. Und er wird wahrscheinlich gleich eine Priesterin spielen. Und kommt sie? Nee, keine Priesterin. Gut, dann setzen wir gleich unseren ersten. Und zwar unseren Beutehamster. Gut. Ach, ich nehme gerade hier nochmal einen Schluck. Wird er gleich sein erstes Schattenwort Schmerz dafür opfern? Nein, er coint auf 3 und fängt an zu kopieren. Also der wunderbare Copy-Priester, den haben wir natürlich immer gern. Und ja, keine Zeit jetzt zum Chatten. Deswegen gehen wir hier rein. So. Er spielt einen uralten Wächter. Den müsste er natürlich auch dispellen, damit er mit dem irgendwas anfangen kann. Moment. Gut. Er hat hier sein, der kann eh nichts machen. Dann würde ich sagen, spielen wir unseren Senjin oder... Ja, wir machen beide Kartenzieher. Einmal hier. Einmal noch hier. So, und gehen dann hier in den direkten Angriff. Ja, ich glaube, er hat sein Deck einfach direkt aus irgendeinem Profi-Deck kopiert. Aber es sieht nicht so aus, als ob er mit dem Wächter irgendwas anfangen kann. Ja, weil sonst würde er mit dem hier jetzt irgendwas noch machen. Aber er muss ihn ja erstmal dispellen. Aber in dem Moment, wo er ihn dispellt, passiert es ihm natürlich, dass er auch sein Schild hier extra noch verliert. Also kapiere ich jetzt nicht ganz die Taktik. Das Dingo! Ja. Wir können uns hier gerade schön vollsetzen. So. So. Okay. Er räumt auf. Und wir bekommen ein paar Karten. Das ist schön. Damit können wir jetzt natürlich wieder weitermachen. Einmal hier unseren Yeti rein. Und wir sind weiter eigentlich sehr, sehr schön geschützt. Wir haben hier 7 Karten. Also welche Taktik er mit ihm hier verfolgt, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Gut. Damit hat er ihn weggemacht. Bringt dem aber jetzt irgendwie auch nichts. Bin ich gespannt, was er jetzt damit möchte. Mit dem kann er auch nichts direkt machen. Ich würde natürlich nicht traden. Weil, ja. Bringt natürlich. Wir haben eine 7 drauf. Deswegen würde ich sagen, spielen wir kein Glückwurf. Die Erdenmutter. Machen uns noch die Waffe rein. Nehmen ihn damit weg. Zack. Und einmal Angriff direkt. So, nächste Runde.
Was kommt bei ihm jetzt? Ein Yeti. Wir haben 8 Schaden. Also die Hälfte haben wir hier. Alles ein bisschen arg strange, was er hier spielt. Wir können Ragnaros spielen oder wir können... Ja, ich würde sagen, wir bauen hier mal noch ein bisschen auf. Unser einer Kleiner hat ja langsam hier ausgedient. Deswegen setzen wir die beiden hier hoch. Hier haben wir noch eine Fernsicht bekommen. Spielen wir noch einen extra Totem. Vielleicht habt ihr... Ich habe sogar Glück. Ich bekomme einen Tank rein. Das heißt, er kann hier eigentlich nichts direkt machen. Und wir gehen ihn dann direkt an. Das war's. Ja, ganz komisch Gegner. Ja, er sieht aber schon, dass wir noch einen zweiten bekommen. Gut, der ist weg, aber er hat trotzdem verloren. Ja, danke schön. Ja. Strange, was wir da bekommen haben. Naja, vielleicht war es ein Anfängerprobierer. Wir wissen es ja nicht. Wir haben ja nicht im Rank gespielt. Ich danke euch aber trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen was gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn sich Banania mal noch kurz meldet. Und ja, zur Not sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.